Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dark Souls. Ach, Entschuldigung, jetzt war ich kurz in Gedanken. Genau, wir sind wieder am Feuerbandschrein, haben Arnor Londo hinter uns gelassen erstmal. Und ja, müssen uns jetzt entscheiden, was wir denn weiterhin tun wollen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal runter in die Gärten. Dafür müssen wir erstmal zu unserem alten Freund, dem Schmied. Nee, da sind wir hier falsch. Dann gucken wir mal, wohin uns die Gärten führen. Da, nein, hier ist auch falsch. Was ist denn los jetzt? Ich habe irgendwie gerade ein bisschen die Orientierung verloren. Ach, er ist ja auch noch da. Mit dem reden wir auch noch mal kurz. Oh, I'm sorry. Miracle, sometimes I lose my... Nee, das macht wohl nicht. Gut, wir nehmen den Aufzug hier. Einmal nach oben bitte. Wir könnten auch nochmal zurück ins Asyl der Untoten. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber gut, mal gucken letztendlich. So. Ist auch schlechtig, ja. Ach, jetzt kommen sie gleich beide. Das ist ja noch nie passiert. Tja. Okay. Dahinter. Und dann darunter. Würde ich mal sagen. Noch ein Stück weiter runter. Jetzt machen wir erstmal das Leuchtfeuer hier. Wir können uns ja zum Glück... Ach ja, klar, ich hätte mich auch gleich... Nee, obwohl, ich glaube, ich konnte mich hier gar nicht hin teleportieren. Macht aber nichts. Achtung, überall. Okay. Hallo, mein Freund. Pass auf, ach was. Reden. Ja, wir gucken auf jeden Fall mal rein. Eben Waffen verstärken. Die brauchen auch Funkel, die da nicht so Mist, aber auch mehr Ausrüstung verstärken. Die Wanderermanschetten, große Scherben. Und hier. Ja, hier, die habe ich ausgerüstet. Immer noch Funkeltitanit. Ausrüstung reparieren. Jetzt auch nicht Gegenstand kaufen. Was wir jetzt mal tun wollen. Haben wir sonst schon alles? Na gut, dann hat sich das auch erledigt. Dann gehen wir hier runter. Den Großkotz hier haben wir ja schon klein gehauen. Gelobt sei die Sonne. Ah, versuch's mit Blitz. Diese Blitzanfällig. Kann das sein? Guck mal da. Kann man da vielleicht irgendwie hoch und mal da durchgucken oder so? Geht das? Nee. Na gut. Dann gehen wir weiter da runter. Schön hier. Okay, da geht's nicht hin. Zumindest nicht von hier aus. Okay. Ist das mal Wind oder regnet's? Weiß nicht. Hört sich ein bisschen nach Regen an, muss ich sagen. Gehen wir dahin, da gibt's auch nichts. Dann gehen wir mal hier weiter. Bin mir sicher, aber ich glaube, die können uns vergiften. Das wäre dann doch uncool. Aber die lassen Moosklumpen fallen. Das ist eigentlich auch eine ganz coole Sache. Ja, der Finsterwurzgarten. Mal hier lang. Wollen wir da lang oder wollen wir da lang? Okay, hier ist ein Gegner.
So. Und dann groß. Okay, da ist auf jeden Fall irgendeine. Oh, guck mal da. Da ist eine seltsame Motte. Wir gehen erstmal weiter. Versuch's mit Springen. Was hier runter? Lass mich verarschen. Hat aber eine Bewertung. Achtung vor dir Hinterhalt. Okay. Achtung vor dir rechts. So, diese Bäume sind zum Glück nicht besonders schwierig. Vor dir rechts. Ah. So. Naja, gut. Die haben es anscheinend auch nicht so mit physischer Stärke. Links. Ah. Eine Soldatenzelle, sehr schön. Brauchst Rollen? Was hier runter oder was? Nee, 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 lass mal, lass mal. Das ist mir ein bisschen zu heiß. Versuch's mit Wollt ihr mich. Seid ihr wahnsinnig alle oder was? Keine Ahnung. Okay, hier war auf jeden Fall irgendwo. Genau, dort ist ein Leuchtfeuer versteckt und da will ich jetzt auch mal. Tada! So, das aktivieren wir gleich mal. Ich kann es euch mal zeigen. Ich habe einen untoten Feuerwandschrein. Okay, ich habe gedacht, die erscheinen dann da eigentlich schon. Deswegen. Durch Vorrichtung verschlossen. Ja, dieses Ding können wir öffnen, wenn wir vom Schmied ein bestimmtes Waffen kaufen. Und wo wir dann hinkommen, weiß ich eigentlich auch nicht so genau. Aber irgendwas bringt das, ja. Achtung vor der Falle, ja. Ich sehe schon, 2, 3, hier zum Beispiel. Aufpasst, beziehungsweise gewarnt wird. So, wunderbar. Ich bin da in was reingetreten. Okay, Soldat. Nachlesen. Ich halte es nicht aus. Sehr schön. Ist mir ein bisschen Bums. Okay, gehen wir weiter. Jetzt mal hier lang. Ach, hier kamen wir her. Na gut. Dann eben die andere Richtung. Ach genau, da war ja Nebel. Wollen wir da durch? Klar wollen wir. Okay, lässt sich hinter uns auf, das ist schon mal gut. Okay, hier sollten wir vielleicht langsam vorgehen. Achtung vor dir, Riese. Achtung vor dir, Ritter. Also riesige Ritter. Nehme ich mal an. So, auf scheinbare Wand. Die hier. Oh. Damit war der Baum gemeint. Scheiße. Jetzt habe ich echt mit dem guten Schwert einen Baum gefällt. Das ist doch... Der Klinge bestimmt nicht zuträglich. Wir gehen mal da runter. Was ist das denn? Das sieht irgendwie ekelhaft aus. Ah, okay. Hat was fallen lassen. Eine grüne Blüte. Schön. Nehmen wir ein bisschen rum hier. Ja, hier scheint so direkt auch nichts zu geben, gerade im Moment. Dann gehen wir weiter. Da ist wieder so ein Baum. Ich frage mich, ob der uns schaden kann.
Mal hier lang. Klappern schon ganz schön, muss ich sagen. Was eigentlich nicht so gut war. Dann gehen wir mal hier lang. So, lange Gänge sind immer ein bisschen... Oh, hallo. Okay, der hält zum Glück nicht allzu viel aus, so wie es aussieht. Ja, es sieht tatsächlich so aus, als würde er nicht allzu viel aushalten. Das ist schon mal gut. Ah, da liegt was. Okay, was sind wir denn hier? Ein Wolfsring. Interessant. Gucken wir doch eben mal. Wappenring, Wolfsring. Hier, verstärkt die Balance. Einer der Spezialringe, die den vier Rittern Winz geschenkt wurden. Die Wolfsringe gehören Artorias, dem Abgrundschreiter. Ach, warte mal, wir hatten noch einen. Der Schlangenring, der Wolfsring. Ja, mehr haben wir noch nicht. Artorias, der einen stählernen Willen hatte, war ein unerreichter Meister im Kampf mit dem Großschwert. Coole Sache. Gucken wir mal. So, ja, doch, den hier. Macht auf jeden Fall mehr Balance. Wie viel haben wir jetzt? 38 auf 78. Leute. Wie viel haben wir? So, 246 physische Abwehr. Ich sag mal, wenn wir blocken, sollten wir das eigentlich immer noch drin haben, aber Balance ist schon einiges wert. Einiges. Der zappelt noch ein bisschen. Gut, dann können wir ja wieder runtergehen. Würde ich sagen. Wow. Alter! Wo kommst du denn her? Hau mal zu. Gut. Allzu viel halten ja zum Glück nicht aus. Geben dafür auch nicht so viele Seelenpunkte. 600, ich meine. Das ist okay. So, schauen wir hier mal weiter. Wow! Noch. Den hatte ich jetzt nicht gerechnet irgendwie, dass die hier hochgesprungen kam. Ah, da hinten ist noch einer. Ja, komm. So. Ja, Lündern, grüne Blüte, sehr schön. Gott weiß, was sie macht, das gucken wir uns gleich mal an. Ist das hier eine Kriegerseele? Mhm. Kann man immer gebrauchen. Gut, dann gucken wir mal eben, was die grüne Blüte so macht. Hier. Beschleunigt vorübergehend die Ausdauerregeneration. Ne? Ah, warte mal. Nein. So, bestimmt noch einen längeren Text dazu. Grünes blumenförmiges Kraut beschleunigt vorübergehend die Ausdauerregeneration. Ja. Dieses ungewöhnlich bittere und scharfe Kraut wird bisweilen in rauen Mengen geerntet, ist für gewöhnlich jedoch eine in Wassernähe gedeihende Einjahrespflanze. Okay. Naja, gut. Soviel zur Botanik von Loblin. Dann gucken wir mal weiter. Gehen wir runter? Weiß es nicht. Aber der See kommt mir bekannt vor. Mal erstmal hören. Mal. Naja. Na gut. Dann gehen wir wieder nach oben, würde ich sagen. Das heißt, hier gibt es noch irgendwo was, aber irgendwie wage ich das auch ein wenig zu bezweifeln. Ja. Ich dachte, da wäre was, da hätte was gefunkelt, aber nein. Mhm. Ja.
Ja, ich glaube, von dort bin ich gekommen. Ne? Ja, sieht so aus. Dann gehen wir auch da wieder hoch. Genau, da ist eine tote Kröte. Hier war ich schon mal. Dunkler Wald und so. Ist ja bekanntlich nicht jedermanns Sache. Ist auch scheinbar romantisch. Ja, das hatten wir schon. Genau, das war ein riesiger Ritter. Da vorne funkelt was, aber hier liegt so ein Ritter. Okay. Also erst angreifen, wenn er groß ist. Ah. Der macht uns langsam. Au. Scheiße, der macht doch auch unsere Ausdauerregeneration irgendwie kaputt. Verdammt! So, jetzt können wir wieder. So, mein Lieber. Das dachtest du dir so, hä? Drecksack. Da liegt noch einer. Da liegen zwei. Uncool, uncool. Bleiben auch irgendwie liegen. Komm, damit. So, jetzt erstmal das weit suchen. Dass der uns nicht mehr kriegt. Mit seinem komischen. Ja, verdammt. Das bezieht sich anscheinend automatisch auf seine Nähe. Verdammt, hier sitzen wir in der Falle. Das ist nicht gut. Okay, jetzt sind wir wieder schnell. Nein, nein. Okay. So, mein Freund. Nicht mit mir, Junge, nicht mit mir. Da wäre ich fast wieder an den Fall reingelaufen. Sehr uncool, sehr uncool. So, hier haben wir die getötet. Und den hier. Ich muss mal eben schnell plündern. Der hier steht bestimmt auch gleich auf. Jetzt erstmal weg. So, ja, komm mal her. Hierher. Na los. So, mein Freund. Kein Zauber? Ausdauer regenerieren. Ja. Gut. Riesige Ritter. Aber nicht besonders gefährlich, so wie mir scheint. Also, zumindest wenn wir nicht von ihrem Zauber erwischt werden. So, was kriegen wir hier? Elite-Ritterhelm, Elite-Ritter. Oh, coole Sache, ey. Dann, ja, gucken wir erstmal nochmal darüber. Achso, das ist so eine leuchtende Blume. Ist eigentlich auch sehr schön gemacht mit den leuchtenden Blumen, die hier und da mal ein bisschen was erhellen. Genau, ich glaube, da oben haben wir den Wolfsrang gefunden. Bin mir allerdings auch gerade nicht sicher. So, Freundchen. Ja, uncool, uncool, uncool. Jetzt gehen wir erstmal zur Seite. Und hoffen mal, dass der Zauber schnell wieder abklingt. Ja. Mal wieder ein bisschen näher kommen. Ja, seht ihr. Jetzt ist der Zauber schon wieder weg. Gut. Das war ja auch relativ einfach. Gehen wir mal weiter. Gucken wir uns erstmal schnell die Rüstung an. So, Elite-Ritterhelm. Nicht Ritterrüstung. So, physische Abwehr, genauso wie wir, aber im Allgemeinen etwas schwerer und etwas nicht so toll. Genau, dann die Silberritenrüstung. Die Elite-Ritterrüstung ist ein bisschen, ganz kleines bisschen leichter, aber
Ich glaube, es ist nicht so. Die Rüstung eines namenlosen Ritters, eines Elite-Ritters von Astora, darauf weist zumindest das Feuerabwehr-Wappen auf dem blauen Wappenrock hin. Seine Untotenmission war er zwar nicht geeignet aufzugeben, geneigt aufzugeben, ja, doch er fiel im Asyl der Untoten und wurde zur Hülle. Okay. Ich glaube im Allgemeinen, vielleicht kann man die Gamaschen austauschen. Also, die Machetten, nicht die Gamaschen. Weil da sind unsere ja doch nicht so geil jetzt. Gucken wir mal, Elite. Aber unsere sind immer noch besser. Scheiße. Okay, gut, dann hat sich das erledigt. Dann war das wohl eine Rüstung für niedrigere Level. Haben wir den schon getötet? Ja. Gut. Ach so, ja klar. Gerade eben. So, dann gehen wir mal hier weiter. Genau, da oben haben wir den Wolfsring gefunden. Wie gesagt, Balance ist halt schon was Wichtiges, ja. Es ist, damit man blockt und nicht gleich umkippt dabei, ne? Ja, erstmal wieder Abstand. Na. Machen wir es einfach so. Leichte Sache, leichte Sache. Gut. Dann gehen wir mal hier hin. Sieht aus wie ein Turm. Pass auf, Meister. Können wir. Oh, guck mal. Klar! Hexe Beatrice. Ist das so? Ja. Die beschwören wir mal. Ich glaube, das ist ein NPC. Kein Spieler. Doch, die folgt uns. Das ist gut. Dann gehen wir da mal hoch. Wenn wir eh schon menschlich sind, dann können wir da auch ein bisschen ruhig jemanden mitnehmen. Okay. Ein Nebel. Boss, Distanzkampf. Boss, okay, wir haben ja noch ein paar Zauber da. Wenn wir Distanzkampf brauchen. Genau, hallo. Ah, hallo Motte. Jeden Fall, okay. Viel hält das Tier ja nicht aus. So wie es aussieht. Ja, aber treffen müsste man halt auch. Okay, 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 okay. Ach du Scheiße, die hat vier so Dinger. Okay. Probieren wir es mal eben damit. Ja, macht schon gut. Oh, guck mal. Es hat angelegt. So. Motte tot. Coole Sache. Seele vom Mondlichtschmetterling. Interessant. Brauchst Mut. Oh, Menschlichkeit haben wir auch noch gekriegt. Sehr schön. Gut, die Hexe ist wieder weg. Dann gehen wir erstmal davor, gucken mal, ob da noch was rumliegt. Scheinbar nicht. Oh, ich sehe gerade, es ist wieder Zeit. Wir beenden die Folge an dieser Stelle. Und ich bedanke mich fürs Zusehen, natürlich. Vielen Dank. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.